Hi, herzlich willkommen. Ich zeige euch heute mal, wie man so Sitz und Platz aus der Entfernung aufbaut, damit ihr das auch an Ort und Stelle macht. Warum wir das brauchen und wie man es aufbaut, los geht's. Ja, warum macht man das überhaupt? Warum machen wir das überhaupt? Hat zwei Gründe. Zum einen machen wir es wegen Hundesport. Wir brauchen es halt beim Rally Obedience, dass der auf die Entfernung Sitzplatz-Steh macht und Platz macht, glaube ich. Das war's. Sitzplatz-Steh, genau aus der Entfernung. Und im Alltag ist es tatsächlich so, dass manche Hunde sich einfach leichter tun, sich hinzulegen, als wenn jetzt irgendwie eine Gefahrensituation ist, dass ich halt eher Platz schreien kann und der Hund sich eher hinlegt, als wenn ich hier schreie. Genau, also wir brauchen es im Hundesport und wir brauchen es im Alltag, wenn es besser funktioniert als ein Abrufen. Also mir ist es ja egal, wenn wir jetzt auf eine Straße zurennen und ich schreie hier oder Platz, ob er jetzt zu mir kommt oder ob er sich zuverlässig hinlegt, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache bewegt sich nichts mehr beim Platz oder er kommt zu mir, wenn ich hier schreie. Genau, das sind die zwei Dinger, warum wir das brauchen. So, und warum? Und wenn wir das aufbauen, dann gehen wir mal in die Praxis über, würde ich sagen. Also, wenn ich jetzt sage, wir haben uns was einfallen lassen, wäre es tatsächlich gelogen, weil wir haben es einfach nachgebaut. Das ist jetzt quasi so eine nachgebaute Positionsbox, schimpft sich das, soweit ich weiß. Ist letztendlich eine Holzkonstruktion, wie man sieht, ganz normal verschraubt. Das war, glaube ich, tatsächlich mal irgendwas zum Einschalen im Hundeverein. Habe ich mal kurz zweckentfremdet. Schöner wäre es wahrscheinlich, wenn es unten einfach komplett zu wäre, dass die gerade da liegt, ohne dass das dann kippelt oder sowas. Warum brauchen wir die? Ganz einfach, weil ich die Erfahrung gesammelt habe, wenn ich beim Kuba auf Entfernung, damit meine ich jetzt 1, 2, 3 Meter, dem ein Kommando gegeben habe, ist der immer quasi erstmal so 1, 2 Schritte auf mich zu und hat sich dann hingelegt. Das wäre sehr ungünstig, weil es natürlich Punktabzug gibt. Und deswegen war jetzt quasi die Idee, das in dieser Positionsbox zu machen. Die ist jetzt selbst gebaut. Wie gesagt, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Müsst ihr mal gucken beim Hundesportbedarf eurer Wahl. Die gibt es auch zu kaufen. Ne? Wie gesagt, die ist selber gemacht. Genau. Natürlich müssen wir eurem Hund oder dem Hund erstmal erklären, was wir von ihm wollen. Das mache ich immer sehr gerne mit einem Klicker und mit Leckerchen. Das heißt, wenn du mal mit runter gehst, wir haben hier die Holzbox, wir haben hier den Hund, wir haben den Klicker, wir haben Leckerchen. Und wir würden so anfangen, dass wir vielleicht einfach mal ein Leckerchen nehmen und in die Box schmeißen. Und wenn er drin ist, würde ich das auch bestätigen. Ja, ihr könnt ihn auch einfach mal reinführen. Wenn er drin ist, klicken. Ne? Dann könnt ihr auch mal, nimm mal die Folie runter, Kugel, genau, sitzen. Sitz. Passt. Super. Ich führe ihn einmal wieder rein. Hintergrund auch, warum ich das tatsächlich so gelassen habe mit dem kurzen Brett. Guck, also er geht schon, merkt ihr das? Also er weiß genau, wenn er da drin ist, gibt es Leckerchen. Ich habe das nur so halb gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich es dann später beim Abbauen quasi zerlege ich das Teil. Dann kommt meine Seite weg, dann ist nur noch das hier da, dann kommen beide Seiten weg, dann ist nur noch das Dreieck da, mal gucken, also das L quasi. Ja, was, gleich geht's weiter, Kubi, ich erkläre noch was. Und am Schluss ist quasi nur das untere Brett da, als Marker letztendlich. Ne? Und ihr werdet, wenn du es von hinten filmst, geht's, glaube ich, wahrscheinlich sogar. Schau mal, Kubi, Platz. Sehr gut. Aufpassen. Stehen. Sehr gut. Also, ihr seht es von hinten, er ist mit den Vorderläufen, abgesehen beim Sitz, genau da sieht man es auch. Beim Sitz ist es nicht der Fall, aber beim Platz. Sehr gut. Steh! Steh! Sehr gut.
beim Platz und beim Steh ist der mit den Vorderpfoten immer auf dem Holz. Und das kann man eben auch antrainieren, auch beim Sitz. Ich meine, ich habe es noch nicht so genau gemacht. Mir geht es ja eigentlich mehr darum, dass der in der Box ist. Jetzt ist er mit dem Vorderläufen beim Sitz auch auf dem Ding. Man kann das natürlich so weit spinnen, dass man da wirklich nur klickt und der Belohnung kriegt, wenn er mit den Vorderläufen da drauf ist. Und das kann man dann auch wiederum abbauen. Ne? Also wie gesagt, am Schluss ist da ja kein Box mehr da. Dann ist außenrum alles weg. Es liegt nur noch das Brett da. Am Schluss ist das Brett vielleicht nur noch halbiert und dann geviertelt und so weiter. Und am Schluss ist einfach nichts mehr da. Ne? So, wie gesagt, und das ist halt die Positionsbox, damit er seine Position hält. Du hörst auf, Kubi. Ich sehe das doch schon. Lass es in Ruhe. Genau, und dadurch ist es halt gewährleistet im Zweifelsfall, dass, wenn er das gecheckt hat, aus der Entfernung wirklich, die nimmt dir nichts weg, wirklich kein Schritt oder so auf dich zugeht, sondern sofort eben Sitz und Platz macht. Ne? Aber ich nehme es mal weg. So, jetzt seht ihr, die Box ist ungefähr gute zwei Meter weg. Man kann natürlich, wenn man ihn in die Box reinführt, auch immer Box sagen. Und wenn ich ihn jetzt in die Box schicke, dann hoffe ich, dass er in die Box geht und nicht das wieder mit Revier verwechselt. Kubi, Box. Box. Sehr gut. Na, warte. Also ist natürlich das Leckerle rausgefallen, das ist natürlich ungünstig, weil das weiter jetzt noch nicht haben wollen. So. Ihr habt es gesehen, auf das Kommando Box, in die Box, zögerlich, wir machen es noch nicht so lange. Geht aber eigentlich darum, dass der in der Box bleibt. Kubi, Box. Sitzend, super. Und jetzt ist er quasi, kannst du noch ein wenig zurück, dass wir alles drauf haben, bleiben. So, jetzt ist es ja 3 Meter weg. Und jetzt kann ich ihm Kommandos geben. Super. Steh. Klasse. Platz. Super. Also ihr habt es gesehen, er macht das alles an Ort und Stelle. Das kann man auch auf die Spitze treiben. Man kann ihn halt schneller belohnen, wenn man da zu zweit ist. Das ist die Kim natürlich hinter der Kamera. Das heißt, die kann es nicht tun. Wir simulieren das mal. Kubi, Box. Box. Wir schicken den Hund in die Box. Genau, super. Und ich weiß nicht, ob die Kimi von hinter der Kamera mal Sitzplatz stehen machen kann. Aber Sitzplatz auf jeden Fall. Und ich belohne ihn dann quasi. Aufpassen. Kuba. Sitz. Ja, dann muss Holly schon bei dir sein. Schau mal, wo sie geht. Kuba, Sitz. Sitzen. Super. Kuba, Platz. Super. Kuba, steh. Nochmal. Steh. Steh. Da ist er halt auf dem mit den Leckerlis fixiert, ne? Sitz. Schau mal auf die Kimi. Wo ist die Kimi? Kuba, Platz. Super. Kuba. Kubi. Steh. Jawohl. Super. Also so kann man das natürlich machen. Im Idealfall wäre es natürlich so, dass ich mit dem Klicker quasi vor ihm stehe und der mit dem Leckerchen quasi hinter ihm. Und dann kann ich ihm die Kommandos geben, kann klicken und der hinter ihm gibt ihm das Leckerchen oder streichelt ihn mal oder so. In dem Fall hatte ich halt Klicker und Leckerli. Ist ein bisschen schwierig, weil dann ist er natürlich auf mich fixiert. Ihr habt es gerade gesehen. Kimi hat ihn angesprochen, sie hatte die Aufmerksamkeit, dann die Kommandos, dann ging es auch. Aber wenn die hinter der Kamera einfach nur Sitz und Platz schreit, dann macht das halt wenig Sinn in dem Fall. Genau, also ihr habt es gesehen, er hat es schön auch an Ort und Stelle gemacht. Das Ganze baut man dann ab. Gut gemacht, Kubi. Super Platz. Wir können es ja mal probieren, ob er es schon gecheckt hat. Aufpassen, Kubi. Sitz. Ja, er hat es nicht gecheckt. Aber er macht es jetzt. Von daher kriegt er es. Also das. Ja, alles gut, Kubi. Wir üben ja noch, ne?
Genau, also wie ihr gesehen habt, und das ist das, was er immer macht eigentlich. Ja, er läuft einfach den ein, zwei Schritte auf mich zu. In dem Fall waren es halt drei oder vier. Und das wollen wir raus. Wollen wir und müssen rauskriegen. Kuba, guck mal her. Lass mal die Kamera. Frau in Ruhe, sonst wackelt mal so. Genau. Genau. Das war der ganze Zauber eigentlich. Also wie gesagt, man übt da wirklich in der Positionsbox und baut das peu à peu ab, indem er eben Seitenwände weg und so weiter. Was ich ja vorhin alles schon gesagt habe, du hast Stress, schön, Platz, du hast weniger Stress, sehr gut. Guck nicht so erwartungsvoll. Genau, das war Sitzplatz, Steh aus der Entfernung. Und mit der Box könnt ihr das super aufbauen und am Schluss wirklich abbauen, bis am Stück nur noch so ein Stück Holz und dann eben gar nichts mehr da ist. Und dann weiß er, er muss da sitzen bleiben. Das war der ganze Zauber. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben, beim Trainieren, beim Basteln von solchen Dingern vielleicht. Oder bestellt euch welche, wie auch immer. Oh, die Katze kommt, die schleicht sich wieder an. Jo. Genau, das war's. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Üben, beim Trainieren. Kennt ihr sowas? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Würde mich freuen, würde uns unterstützen. Ja, dann los, jetzt ist die Katze dabei. Oh, was ist da los? Was ist da los? Da kriegst du dein Fett, Kuba, bei der Katze. Also, macht's gut. Ciao.